Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Heute mal nicht nur für meinen Kanal. Wie gesagt, ich gucke halt die Autoren regelmäßig. Und dieses Video, was jetzt gekommen ist auf YouTube von den Autoren, wo sie das Geld verteilen, geht mir so nah, dass ich gesagt habe, ich werde mich jetzt ransetzen, werde gucken, wie, was ich da machen kann, Ehren zu den Vereinen hochzuziehen und für die Flutopfer, für Brandopfer. Deutschlandweit will ich das ganz gerne machen und ich habe auch die Autoren heute auf Instagram meine Handynummer hinterlegt. Wäre schön, wenn sie sich da wirklich melden. Ich meine es ernst und ich will das wirklich hochziehen, dass die ein bisschen entlastet sind und wünsche mir, dass es wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Mit meinen Manken arbeiten, mit meinen Manken YouTube und wäre schön, wenn ihr mich da auch da ein bisschen unterstützen könntet, meine lieben Fans. Könnt jetzt schon, wie gesagt, spenden. Ich sage alles, was reinkommt an Spenden, lege ich mir eh zur Seite. Habe hier eine kleine Geldkassette, wo noch nichts drin ist. Und wenn das zu viel wird, habe ich auch noch ein Sparkonto, wo was raufgehen kann, zur Not dafür. Und ich werde mich dahinter klemmen, dass das Geld wirklich an die richtige Stelle kommt. Ich werde es mit die Okt ich werde es dann zur Not kann ich auch die Oktoktoren das drüber schicken, denn es ist alles machbar und ich werde es weiterhin verfolgen. Ich werde auch weiterhin mich dafür einsetzen, dass das Geld an den richtigen Stellen immer kommt. Und ich möchte auch, dass ihr das sieht, das Video und auch dieses Video wirklich ernst nimmt, weil es ist ein ernstes Thema und ich möchte euch da mal dafür aufrufen. Ich weiß, dass es uns eigentlich hier in Berlin und Deutschland großteils sehr gut geht. Es gibt aber Leute, die sind halt betroffen von Flutopfer, von Brand, dass man da irgendwie guckt, dass man da helfen kann und genau dafür setze ich mich jetzt ein und werde jetzt auch demnächst, wie gesagt, probieren, das hochzuziehen. Ich muss mich schlau machen, wie das funktioniert. Gesetze muss ich gucken und so weiter und ich will es einfach machen. Mag meine Arbeit, mag meinen YouTube-Kanal und ich bin heute wieder live. Ich habe gesagt, ich habe ja eine Umfrage gestartet und ich werde auch darüber nochmal eingehen. Ich werde wahrscheinlich dann euch auch das dann irgendwie auf Insta zeigen, was ich da geschrieben habe. Und meine Telefonnummer werde ich dann rauspixeln. Das ist normal, weil ich möchte nicht, dass ihr mich anruft, sondern ich will, wie gesagt, so eine Seite machen, wo das alles funktioniert und es wäre schön, wenn das wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich will keine Abos dafür sehen, ich will auch keine Likes dafür sehen. Ich möchte einfach wirklich nur sagen, dass ich hier wirklich mich einsetze, so wie die Autoktoren, und probiere das Beste für die Leute rauszuholen. Denn es wird, weil der Staat schafft es ja nicht, überall gleichzeitig zu sein. Das kann man auch verstehen, dafür haben sie einfach zu viel um die Ohren. Und dafür muss es eigennützige Vereine geben, die man ansprechen kann und dann zu helfen kann und so weiter. Und genau dafür will ich das machen, will das hochziehen und wird es ja viel bei Krieg erstmal geben und so alles, aber es ist mir scheißegal. Setz mich dafür hin und probiere das alles in den Griff zu kriegen. Und ja, wie gesagt, ich bin ja auch noch ein bisschen angeschlagen von der Psyche vorher, vom letztes Jahr, von meinem Unfall her in Oktober. Und der war ja nicht ohne. Das Video existiert ja, ihr könnt es euch ja regelmäßig angucken auf YouTube. Ich kann es mir nicht angucken, das geht mir immer noch sehr nah, bin ich ganz ehrlich. Und bin aber schon Auto gefahren, so ist es nicht. Und ich habe mich gleich wieder wohl gefühlt im Auto. Und warte jetzt bloß noch, dass ich meine Schulden abgezahlt habe von dem alten Auto, dass ich mir halt ein neues Auto holen kann. Und solange wie das nicht geht, ja, muss ich halt gucken, wie ich das mache. Ich fahre jetzt viel Bahn, bin auch trotz alledem auch mal in Köln gewesen, da hat mich ein Kind angesprochen, weil es wahrscheinlich nicht mich erkannt hat, aber ich war den Tag echt genervt, erstmal von der Arbeit, der mit der scheiß Bahn, wie Mompenpfund und. Ja, sorry, es ist nicht eine große Entschuldigung für mich, aber wenn man genervt ist, ist es einfach mal ein bisschen viel, wenn man mich da anquatscht. Und ich will mich dafür auch entschuldigen. Und ja, bis dahin, meine Lieben, wir hören uns heute um 19 Uhr. Ciao, ciao.